Hallo Leute und willkommen auch heute wieder zu einer kleinen Eilmeldung. Ja, dieses Mal etwas eher als die letzten Tage, aber dafür mit einer Meldung, die ich jetzt gerade eben gelesen habe, wirklich ganz brandheiß vor einer Stunde publiziert worden beim Lügel, wer es lesen möchte, und die eigentlich lustig wäre, wenn es nicht so ernst wäre. Ihr habt es gerade gesehen, da fliegt was durchs Studio. Ich habe hier eine dicke Fliege, die sich hier offenbar häuslich einrichtet, und Juna und Vladi haben sie noch nicht erledigt bekommen. Sollte also irgendwas summen aus dem Hintergrund, wisst ihr, woran es liegt? Ja, selbst wenn hier unten im Keller die Fenster auf sind, kommen die Viecher rein, nicht nur oben. Naja, es wird schönes Wetter, muss man damit leben. Die Redaktion ist jetzt also um einen fliegenden Mitarbeiter erweitert. Es soll aber jetzt nicht um irgendwelche Fluginsekten gehen, sondern wir wollen uns eine Nachricht angucken, die sich nochmal auf das aktuelle Haushaltsjahr bezieht. Ihr wisst, der Haushalt 2024, der war ja eine mittelgroße Katastrophe. Also praktisch ein Politkrimi, der da abgelaufen ist. Hier eine Milliardenlücke, da eine Milliardenlücke, da eine Klage vom Verfassungsgericht, weil offenbar das mit dem vorherigen Kalkulieren bei der Ampel nicht so hoch im Kurs steht. Und wer nun meint, ja, das Jahr, das ist doch jetzt schon zur Hälfte umfasst, jetzt müssen sie es doch mal auf die Kette bekommen haben, der irrt, denn die nächste Milliardenlücke steht ins Haus. Es geht um wahrscheinlich, Pi mal Daumen, ganz genau kann man es noch nicht sagen, 10 Milliarden Euro, die fehlen. Und zwar im sogenannten Klima- und Transformationsfonds, also dem grünen Ideologieprojekt. Und zwar aufgrund einer Ursache, bei der ihr euch jetzt bitte festhaltet, damit ihr nicht vom Stuhl fallt kurz vor dem Wochenende, also tot umfallen erst am Montag. Die Strompreise wären zu niedrig hierzulande. Ja, das meinen die ernst. Es gibt wohl eine Verpflichtung für den Bund, den Betreibern älterer Solaranlagen und Gretelmühlen so eine Art Ausgleichszahlung zu bezahlen, eine Einspeisvergütung. Dafür, dass die ineffizienten ollen Mühlen betreiben, bekommen sie von uns Steuergeld. Weil wir müssen uns ja hin transformieren zum wie trotzdem im Weltuntergang, ihr wisst. Problem ist nur, man ist wohl bei der Kalkulation eben jener Vergütung von Strompreisen in Höhe von etwa 9 bis 10 Cent pro Kilowattstunde ausgegangen. Letztes Jahr waren es teilweise über 20 Cent, aber man hat zugrunde gelegt den Wert aus 2022 und ist dann davon ausgegangen, ja, ungefähr das und das wird an einer Einspeisevergütung für die ineffizienten Dinge auflaufen. Nun beschwert man sich aber darüber, dass der Strompreis dieses Jahr an der Strombörse, der Großhandelspreis, dass der viel niedriger war als geplant, nämlich nur knapp 7 Cent. Und deswegen muss ja viel mehr Differenzbetrag gezahlt werden. Lieber Lüge, niedrige Strompreise in Absurdistan? Wo und wann? Ich will sie auch haben. Also wir sitzen hier in einem Land, in dem mittlerweile große Teile der Industrie entweder schon abgewandert sind oder vor dem Ruin stehen, weil sie sich die Produktion nicht mehr leisten können aufgrund der Strompreise. Wir sitzen in einem Land, wo viele Privathaushalte nicht wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. Und da kommt dann die Ampel daher und beklagt sich, dass ja die Strompreise zu niedrig wären und deswegen müsse ja viel, viel mehr an unseren Steuergeldern in diesen Klimatransformation gebuddert werden, damit die Betreiber, denen man das ja versprochen hat, dass man deren Ineffizienz ausgleicht, damit die ja auch ihren Teil vom Kuchen abbekommen, damit die ja nicht resignieren und sagen, macht euren Kack alleine, um das mal etwas härter zusammenzufassen. Man geht nun nicht mehr von Kosten in Höhe von etwa 10,6 Milliarden Euro für dieses Jahr aus, Steuergelder, die in diese Betreiber fließen. Man geht nun davon aus, dass es 10 Milliarden mehr sein werden, also sich die Gesamtkosten so auf ungefähr 20 Milliarden belaufen. Genau sagen kann man es dann natürlich erst im Verlauf des weiteren Jahres. Kann ja auch sein, dass die Strompreise wieder anziehen oder noch stärker sinken. Das wäre ja erfreulich. Aber da kann sich ja noch einiges ändern. Das ist ja relativ volatil, sagt man da, glaube ich. Also das schwankt sehr, sehr stark. Und deswegen ist es absolut schwierig, da sichere Aussagen zuzutreffen, wie viel Knete nun konkret fehlen wird. Also ich finde, es ist sowieso ein Unding, dass man Stromanlagenbetreiber, die sich am Markt nicht halten können aufgrund ihrer Ineffizienz, also irgendwelche Gretelmühlen und Co., die einfach teilweise mehr Geld fressen, als Strom produzieren, dass man die überhaupt mit Steuergeld alimentiert. Mein Gott, wenn das ineffizient ist, dann setzt sich es eben nicht durch am Markt. Dann ist es vielleicht einfach schlecht, dann ist es vielleicht einfach nicht sinnvoll, es zu betreiben. Aber nee, in Absurdistan läuft das etwas anders. Da stellt man sich hin und sagt, ja bitte betreibt diese Dinger, wir bezahlen euch dafür, dass das tut. Ihr bekommt eine Vergütung, wenn ihr da was einspeist. Also es ist doch wirklich Hanebüchen, oder? Dass irgendwelche großen Stromerzeuger subventioniert werden, wenn sie wirklich einen Mehrwert bieten, wenn da eine ganze Stadt mit von betrieben wird, wenn da wirklich eine große Abhängigkeit besteht, ja, in Ordnung, also in Ordnung in Anführungszeichen, sollten sich auch selber finanzieren können, aber das wäre zumindest noch irgendwie rational erklärbar. Wenn da ein Strombetreiber, eine Betreiberfirma, die ein großes Kraftwerk betreibt, das ganz Berlin versorgt, wenn die Subventionen bekommen, damit sie das weitermachen,
in Ordnung. Also in Anführungszeichen in Ordnung. Aber es tut mir leid, irgendwelche Kleinstbetreiber, nur weil sie da ideologisch auf der richtigen Seite stehen und sich da Windrädchen hingestellt haben und ein paar Solarpaneelen und da ab und an mal eine kleine Kilowattstunde mit einspeisen. Warum zur Hölle müssen die alimentiert werden? Entweder sie können sich halten am Markt, sie können ihren Strom verkaufen und damit überleben, oder sie können es eben nicht. Und wenn sie es nicht können, ja gut, dann muss da was Effizienteres her. Wir sitzen doch nicht irgendwo im hinterletzten Busch, das ist eigentlich mal ein Industrieland gewesen. Da muss theoretisch ein gewisser Anteil an Strom, Elektrizität immer vorhanden sein. Grundlast muss immer abgedeckt werden können. Und zwar nicht per Zufall und nicht mit kleinen Schusterei, sondern da müssen solide Kraftwerke her, bei denen man weiß, die bringen so und so viele Kilowattstunden Strom in dem und dem Zeitraum. Und die kann man bei Bedarf auch regulieren. Und das wird bei irgendwelchen Kretelmühlen und Windrädern eben etwas schwierig. Ja sicher, die kann man abschalten. Wenn zu viel Wind ist, wenn zu wenig Wind ist, je nachdem, wie man gerade Lust hat. Problem ist nur, das mit dem Anschalten, wenn man sie braucht. Ja, man kann sich dann hinstellen ein bisschen boosten, nur wird das nicht allzu gut funktionieren. Und offensichtlich kriegt man das so langsam auch mit, denn dass es mit Luft und Liebe und Sonne und Wind wohl nicht funktionieren wird, das fällt jetzt selbst dem Pendlerpauschale auf. Aber es ist doch immer wieder schön, was dann für späte Erkenntnisse durchsickern an die Öffentlichkeit. Der Lügel will aus Regierungskreisen darüber informiert worden sein, dass man einmal mehr wohl Nachfinanzierungsbedarf hat. Ja, die Meldung kam gegen 3:30 ungefähr raus, 15 Uhr noch was, so in dem Dreh. Jetzt haben wir es, wenn ich das Video aufnehme, 16:43. Also jetzt heute Nachmittag ist das thematisiert worden und ich bin wirklich, wirklich gespannt. Und das ist jetzt keine Ironie, ein bisschen zynisch, ja. Aber ich bin wirklich gespannt, wie man das dann A, wieder schönreden werden will und wo man die Knete für herbekommen will. Denn man beklagt sich aber zu niedrige Strompreise. Ist dann die Konsequenz daraus, dass man versucht, die Strompreise zu erhöhen, künstlich zu erhöhen? Vielleicht eine neue Steuer obendrauf oder so, damit man seine eigenen Rechtsverbindlichkeiten, nämlich die Alimentierung entsprechender Betreiberfirmen, damit man die auch weiterhin leisten kann, sind dann die Leidtragenden mal wieder die Absurdistaner, die ohnehin jetzt schon jeden Cent dreimal umdrehen, in sehr vielen Fällen. Ja, darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Denn dass der Haushalt bereits von Anfang an auf sehr, sehr wackeligen Beinen stand. Ich meine, das ist ja schon letzten Herbst relativ offensichtlich gewesen. Und es würde mich doch sehr wundern, wenn man jetzt plötzlich große Geld Speicher entdeckt hätte, was weiß ich, Erdöl irgendwo ausgegraben hätte und nun in den Moneten schwimmen würde. Also so sieht es ja nun nicht unbedingt aus. Wenn man mehr Geld benötigt von hampelscher Seite, dann ist die meistens einzige Lösung in der Regel, die Bevölkerung abzuzocken. Naja, man könnte noch mehr Schulden eingehen. Problem ist, die müssen irgendwann mal zurückgezahlt werden, Zinsen und so weiter und so fort, Kreditraten, die bedient werden müssen. Das ist also auch nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Heißt also, unterm Strich, da die Hampel nicht irgendwo wertschaffend tätig ist, ist die einzige Option, wie die an Flüssiges gelangen können, jetzt nicht im Wasserhahn aufzudrehen, sondern bei der Bevölkerung anzuklopfen und sich da irgendwelche neuen Drangsalierungen zu überlegen. Und ich habe die Befürchtung, dass es genau auf so eine Geschichte mal wieder hinausläuft. Da kann man noch hoffen, dass jetzt aufgrund der anstehenden Wahlen ein bisschen Vorsicht walten gelassen wird, weil sie Angst haben, dass ihnen sonst die letzten Fälle davon schwimmen. Aber wir reden über die Ampel. Also zu groß sollte die Hoffnung dann auch wieder nicht sein. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Ende. Ich bin etwas hungrig. Ich muss zum Kaninchen. Ich will das Kaninchen heute endlich mal wieder etwas eher sehen als die letzten Tage. Deswegen macht euch einen wunderschönen Freitag. Rutscht gut ins Wochenende. Die Chefin ist auch mit im Studio und kriegt dann hoffentlich irgendwann mal diese Fliege gefangen. Aber das ist auch ein dickes, schnelles Vieh. Immer wenn Juna in Angriffsposition geht und springt, ist das Vieh schon wieder weg. Die zarteste Elf in der Redaktion, die ist vielleicht, naja, doch etwas. Die ist nicht mehr ganz so schnell unterwegs aufgrund ihrer Körperfülle, wie sie mal als kleines Kätzchen war. Naja, sie ist ja nicht mehr zu dick, ne? Bist wieder gut in Form, Juna. Aber sie hat bisher nicht hinbekommen, diesen Störenfried des Studios zu verweisen. Muss ich mich vielleicht drum kümmern, aber es ist gar nicht mal so einfach. Jetzt ist gerade wieder Ruhe. Aber das ist unsere Sache. Vielleicht kümmert sich die Redaktion in meiner Abwesenheit ja darum. Und wenn ich wiederkomme, haben sie das Vieh gefressen. Deswegen jetzt bis später dann. Hey, nicht tatzen. So ist gut. So ist in Ordnung. Jetzt bis dann.